Hallo ihr Lieben, heute habe ich was ganz Leckeres für euch und es geht wirklich kinderleicht und einfach. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das klassische Bruschetta mit Tomate oder Paprika. Ich mache es heute ein bisschen anders, denn ich habe ganz, ganz leckere Avocado, frischen Apfel, Walnüsse und Zwiebel und damit mache ich einen super leckeren Avocado-Walnuss-Apfelsalat und das Ganze kommt auf geröstetes Brot. So, wir brauchen, ich habe jetzt hier ganz, ganz kleine Mini-Zwiebeln, also ich glaube, das entspricht einer normalen halben Zwiebel, würde ich jetzt mal sagen, ja, auf jeden oder Fall, einer kleinen Zwiebel. Die habe ich schon gewürfelt. Dann habe ich auch den Apfel schön klein geschnitten. Ein Apfel. Ein Apfel, schau, ist immer alles da. Ja, okay. Eine Avocado. Wir müssen uns natürlich da beeilen, weil die dann schnell braun wird, aber da tue ich gleich den Apfelessig drüber. 50 Gramm Walnüsse, die mache ich hier nochmal auseinander. Und für das Dressing ein Esslöffel Apfelessig, zwar Naturtrüben, denn der ist nicht mit Gelatine geklärt. Und dann mein absolutes Lieblingsöl. Kennst du das? Nee, ich kenn's noch nicht. Das schmeckt ganz toll nach Butter. 3 Esslöffel davon, das ist Leinöl, Rapsöl und es hat so einen absoluten, also ganz, ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und ist bei den Schweden sehr, sehr beliebt. Schmeckt wirklich unglaublich. Also wer Butter vermisst, sollte dieses Öl im Haushalt haben. So. Genial. Jetzt einfach nach Gefühl. Ich habe einfach ein bisschen Kräutersalz, mache ich rüber. Da könnt ihr nach Lust und Laune. Vorsichtig, damit die Avocado nicht manchig wird. Das sieht so gut aus. Das Brot habe ich hier schon geröstet. Jetzt aber schnell, ja. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen Kokosöl. Also ihr könnt natürlich auch toasten, wenn ihr die komplett fettfreie Variante möchtet. Und jetzt geben wir einfach jetzt habe ich hier noch so ein bisschen, kennt ihr die gefriergetrockneten Salatkräuter? Also müsst ihr nicht, ich mache das jetzt nur, damit es schön bunt aussieht. Gebe ich noch rüber und so als extra Pilz. Oh, jetzt sieht es so gut aus. Here we go. Das war's. Rezept ist nochmal unter Beschreibung. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.